Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. So, my friends, wir befinden uns im siebten Dungeon, sage ich schon. Oh je. Achten und letzten Dungeon. Yo. Schauen wir mal, wie der ist. Ich denke mal, es wird schwieriger als der letzte natürlich. Ich besieg den mal. Ich glaube, muss ich eh. Jetzt komm. Okay, gegen Pfeile kann man nichts machen. Jetzt sind es zwei auch noch. Okay, oder auch nicht. Ich gehe erstmal nach links. Okay, wir werden hier auf ziemlich viel Lava. Kommen. Schauen wir nur, ob hier noch was drin ist. Ja, ein bisschen Heilung ist immer gut. So. Was hat dieser Raum zu bedeuten? Okay, gehen wir erstmal weiter. Da hätten wir schon mal die erste Truhe. Okay, ist wieder fake. Wir auch nicht weiter. Dann lass uns doch erstmal nach links gehen. Wer ist da hoch? Ne, gehen wir schon mal nach links. Jawohl. So. Kann ich hier noch was machen? Nein, okay. Oh! Schon mal ein Zwischenboss. Wow! Ah, okay. Wow. Das ging schnell. Yay! Das ging schnell. Muss das auswählen, oder? Ah! Ja, sehr cool. Und wir bekommen 20 Rubine. Ja, wunderbar. Okay, die scheint mir jetzt eigentlich relativ easy.
Okay, 50 Rubine, sehr schön. Konto füllt sich. Muss nur mal nach Wänden schauen. Oh, nochmal ein Zwischenboss. Ich glaube, die hat man aber schon alle, ne? Kämpfen wir jetzt gegen alle Bosse nochmal? Wahrscheinlich. Ja, genau, so wird es sein. Aber wir kennen sie ja und haben deswegen eine gute Chance. Keine Belohnung. Schade. Okay, wir bekommen schon mal den Kompass. Sehr schön. Das ist ja schon mal etwas. Okay, der Dungeon ist sehr, sehr groß. Wenn wir jetzt noch die Karte finden würden, wäre schon mal geil. Okay, hier ist auf jeden Fall was. Ein Schlüssel. Das den müssen wir, denke ich mal, besiegen. Oh, oh, oh. Oh, der haut immer ab. Hä? Jetzt erwische ich ihn gar nicht mehr. Ich meine ja auch, es gibt hier noch einen Boomerang. Nur irgendwie weiß ich nicht ganz, wie wir den bekommen. Ah, das war's schon. Und wir bekommen einen Schlüssel. Ja, sehr schön. So, unten waren wir. Das heißt, hier sind wir eigentlich durch. Ja. Dann gehen wir auf jeden Fall mal noch nach da oben. Okay, da werde ich mit dem Pulver schätzungsweise nicht dran kommen. Ist das eine Tür? Nee. Okay, dann sind wir hier erstmal falsch. Haben wir denn schon ein Schloss gefunden? Nein. Noch kein Durchgang. Dann lass uns doch mal nach oben gehen.
Wie mache ich das jetzt? Jetzt bin ich wieder hier. Wo geht's denn hier lang? Oha. Schnabel zumindest mal, okay. Und nochmal ein Zwischenboss. Den kennen wir auch schon. Das ist auch noch nicht so lang her. Ah, shit. Und das war's schon. Sehr schön. Lenke mit L das Artefakt. Das Problem habe ich schon gelöst. Wir haben immer noch keine Karte. Aha. Wie komme ich jetzt hier raus? Okay, das scheint hier noch nicht durchzukommen. Okay. Für was auch immer, ich aktiviere es mal. So. Komme ich auch nicht durch? Ah shit, und wie komme ich hier jetzt wieder raus? Das einzige Rotieren sein. So. Ba-ba-da. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehe?
sehe gerade nichts. Ja, ja, verstanden. Jetzt warte mal, ich lege jetzt mal hier eine. Ich glaube, hier ist eine Tür. Nein, doch nicht, okay. Hier ist garantiert auch nichts. Und hier auch nicht mehr. Da ist auch nichts mehr. Okay. Ist eine Truhe dran, da können wir aber noch nichts machen, ja? Jetzt die ganzen linken Bereiche, die können wir schon mal abhaken erstmal. Also hier brauchen wir nichts mehr machen. Rechts brauche ich auch noch nicht hingehen. Da ist ein Schlüssel, okay. Ei, ei, ei. Oh shit. Hallo. Ist nichts. Aber hier. Okay. Durch den ganzen Raum. Aushöhlen. Stimmt, hier links waren wir noch gar nicht, ne? Okay. Ah, shit. Nein!
nicht gerade einfach zu lenken, ne? Jetzt. Okay, kommt noch ein Entschlüssel. Ich bin noch so ein bisschen wunder, dass wir noch keine Karte haben. Es ist sehr, sehr verwirrend. Genau da oben können wir noch hingehen. Mal einfach in Ruhe. Sollen wir erstmal da reingehen? Ja. Die schauen zerbrechlich aus, kann das sein? Ja. Perfekt. Attackiere die Kreaturen von oben herab, um den Schlüssel zu erhalten. Aha. Merken wir uns. So, bringt mir auch noch nichts, denn ich brauche noch mal einen Schlüssel. Wo sind wir denn gerade? Da oben. Ja, geil. Okay. Die kennen wir auch. Hey, wo gehst du lang? Ja.
Oh Mann. Jetzt. Okay, das war Nummer 1. Kein Hunger. Ja, geil. Hier oben ist jetzt mal eine Truhe. Ach, von oben herab hätte es sein können, dass ich... erst da nach oben hätte gehen sollen. Ganz schön, sehr, sehr groß. Okay, das scheint nur eine Abkürzung zu sein. Unten ist auch noch ein Durchgang. Ah ja. Wieder nur eine Abkürzung. Aber hier müsste was sein. Schieße die Augen mit merkwürdiger Statue mit dem Bogen. Okay. Ah, ja, nice. Ja, perfekt. Sieht doch relativ gut aus. Hier ist auch ein Schlüssel. Jawohl, Nummer 2. Jetzt gerade aktuell 1, 2, 3. Ne, hier brauchen wir auch schon 3. Kann ich immer noch nichts machen.
Das ist der Boss. Der Zugang zum Boss. Okay, jetzt haben wir zumindest die Tür geöffnet. Teil der Macht. Balsam. Oh Gott, das schaffe ich doch gar nicht rüber, oder? Ich muss aber darüber. Gehen wir nochmal back zum Startpunkt. So. Ich bin ja wieder hier. Nee, ich bin hier falsch. Wo ist dieser Zwischenboss für das Item? Kann doch nicht so schwer sein.
Irgendwie laufe ich falsch gerade komplett. Hier links haben wir ja eigentlich abgehakt, ne? Außer halt mit der Truhe hier. Irgendwas übersehe ich schon wieder. Komme ich an diese Truhe? Ach Mann! Hier voll in der Sackgasse. Jetzt sind wir schon wieder bei fast 40 Minuten. Ei, ei, ei. Komme ich auch nur von irgendeiner Treppe rüber. Aber wir kommen jetzt mal hier durch. Komm. So, was hat mir das jetzt gebracht? Ich besiege jetzt mal den da. Hier öffnet sich dann die Tür. Ei, ei, ei. Jawohl. Nur Rubine.
Was geht da so lang? Ah! Ein Herzteil. Jetzt kommen wir echt noch draußen und hier haben wir noch ein Portal. Ja, sehr geil. Ach, und hier geht's wieder lang. Und jetzt müssen wir die töten, weil die Truhe ist weg. Super. Okay, aber hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.